Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2017 mit dem Virus. Hallo Camelo, grüße dich. Wir sind in Österreich, so schön lässig, ne? So richtig lässig. Ja, sehr lässig. Na, du musst so ein bisschen diesen Akzent brauchst du noch so ein bisschen. Ja mei, das kann ich nicht, das habe ich nicht gelernt. So richtig lässig, gehen wir jetzt mal schön ins Training. So. Na, dann gucken wir doch mal. Oh, was haben wir denn? Erstmal macht Daniel wieder die Wetterfee hier. Ja. Training bewölkt, alles klar. Qualifying, leichter Regen. Rennt mit der Sonne, alles klar. Müssen wir uns nur im Qualifying wahrscheinlich mit Regen rumschlagen, weil wir Pech haben. Hauptsache, das Rennen ist nach 2018. Also, wir haben 2 Tage vor Silvester. Ah, jo, ich hätte mal auf Y drücken, alles klar. Oh, Boxenausfahrt, oi. Ja, die ist aber ziemlich angenehm. Weil die weißen Linien nicht so weit gehen. Wenn du da nicht bremst, dann ist alles im AA. Ja, das ist das andere, ja. Aber hier gibt's nicht so viele weiße Linien, das ist das Gute. Ja, das ist wieder, die Ausfahrt ist wieder so ein Potenzial für Spoiler kaputt fahren. Ja. Also, weißt du Bescheid, Virus. Schön weit von der Mauer weghalten. Ja, schön viele Spoiler mitnehmen. Möchte gar nicht wissen, was wir Ferrari schon gekostet haben. Boah. Ich weiß gar nicht, ob man dieser Strecke so schnell fahren kann, ey. Oder sagen wir mal, was andere Teams an uns auch schon für Kosten hatten. Oh, der eine oder andere hat es doch verdient. Ja gut. Ich sag nur Baku, Demolition Derby. Yay! Oh, Verstappen. Der Kollisionsjäger. Wenn man aus der letzten Kurve vor Start und Ziel zu lahmarschig rauskommt, dann ist wieder nichts. Die Kurve versaut. Voll versaut. Die nächste, wo du gleich hinkommst, die finde ich scheiße. Da fängt man so schnell an zu rutschen. Oh, wow. Da habe ich zu spät gebremst. Weißt du, was ich meine? Die Kurve ist scheiße. Ich hatte vorhin, habe ich die gut gekriegt. Ich habe gerade nur scheiße gebremst. Jetzt muss ich aber langsam anfahren hier. Sonst dreht sich das Moped gleich wieder und die Reifen noch nicht wieder frei sind von dem ganzen Scheiß. Yo, Alter! Da fängt er an zu springen, Alter. WTF. Das habe ich ja noch nie erlebt. Springen? Ja, ich bin gerade gesprungen, Alter. What the fuck? Hast du das denn hingekriegt? Ja, das war ich gerade. Das ist die Strecke, nicht ich. Aber da, wir ein Pferd haben, kann er natürlich auch über Hürden springen. Ne? Also läuft. Ja. Ich glaube, den Scherz hatten wir schon mal. Ja. Ein reindrassiges Pferd. Ja, voll das Rennpferd, du. Boxenstopp. Da hauen wir mal lässig die nächste Bestzeit raus und passt das. Oh. Na, oh. Zu früh reingegangen. Oh, Alter, meine Bremsen wollen ja überhaupt nicht mehr packen, ey. What the fuck? Wenn du hier den Bremspunkt verpasst, ist bei dieser Strecke schon vorbei. Also bei der Kurve, meine ich. Ich sehe doch meinen Dreck auf der Straße hier. Jo, ich auch. Ich fahre ja hinter dir. Ich sehe das richtig gut. Lol. Habe ich ja noch gar nicht vorher drauf geachtet, ey. Das habe ich sonst auch so noch nie gesehen. Coole Sache. So 2 richtige Streifen auf der Strecke. Richtige Kackstreifen, ey. Was nicht alles gibt. Ah, Mann, da war die Bestzeit wieder hin. Da muss ich noch neu machen. Das ist dann wieder so ein Detail, wo ich sage, wenig Anforderungen für das Spiel, aber trotzdem kriegt er viel grafische Features dafür. Muss man einfach sagen. Ich meine, wenn ich mir das hier so angucke, wenn grafisch und so,
dass viel bei YouTube auf der Strecke bleibt, grafisch. Ja gut, das bleibt nicht aus, wohl. Also, da sollten die schon mal mehr als 1080p mal langsam was in Angriff nehmen. Jetzt aber, jetzt habe ich so gut gekriegt die Kurve. Bin nicht rausgezimmert, ey. Ja, ich möchte auch gar nicht auf 4K oder sowas das aufnehmen, weil da bleiben dann wieder die FPS und so ein bisschen auf der Strecke und man braucht dann den passenden Bildschirm erst wieder dafür und ach Gott, das kann es auch wieder knicken. Da wollen wir nochmal kurz in die Zeiten gucken, bevor ich wieder losstürme. Wir brauchen so einen Monitor wie Gronkh hat, da ist so 20K, ey. Ja, super. Oh, Kevin Magnussen ist im Moment auf Platz 2 mit einer 1,14. Oh, Virus kann sich noch steigern mit seiner 1,16. Was? Jeff, du hast nicht mehr alle in 10 Minuten Regen angesagt. Im Training sollst du auch trocken bleiben, du Vogel. Na egal, noch rausfahren, los. Na super, ich habe einen Force India vor mir. Nein. Oh nein, nicht drehen. Nee, Walzer tanzen sollst du noch nicht. Ja, Massa vor mir. Ja, die Strecke ist jetzt einigermaßen full. Ups, vergessen Boxenbegrenzer auszumachen, auch nicht schlecht. Boah, der Dreck ist ja immer noch hier oben auf der Straße, Alter. Oh, echt? Dass der Mann nicht vom Winde verweht. Der hat sich wahrscheinlich richtig auf den Asphalt gedrückt. Upsi, Mauer, upsi. Boxenstopp. Oh, die Kurve, die habe ich ja mal gut gekriegt jetzt. Kacke, jetzt muss ich noch mal rein, um noch mal rausfahren zu können. Ist doch zum Kotzen. Komisch, Jeff sagt mir Sachen, die ich schon lange weiß. Der ist noch nicht in 2017 angekommen. Hängt noch bei 2016 oder so. Den haben sie noch nicht bezahlt. Alter, eine Seite rot und schon kommt man nicht mehr richtig rum hier. Oh. Scheiß Kiesbett. Boah, ich ziehe immer noch Streifen hinter mir. Was ist denn das für ein Rotz? Also meine Bestzeit habe ich vorhin, 1,12. Na guck. Ich hab nur rot jetzt gerade, ich komm gar nicht mehr weg, ey. Wir fahren noch mal rein, wenn wir Reifen wechseln oder so. Boxenstopp. Ja, ich brauche einen neuen Flügel, dann fahr ich auch noch mal. Wow. Ich hab richtig Gras auf meinen Reifen, lol. Jetzt wollte ich meine Bestzeit noch mal verbessern, wurde nix. Jetzt muss ich erst mal warten, bis der da fertig ist mit reinschieben. Jetzt guckt er mich an. Ach, okay, jetzt mache ich mal was. Das ist so wieder. Ja, die Heizdecken braucht er gar nicht drum zu machen. Ich wollte doch sowieso wieder rausfahren. Na super, viel Verkehr auf der Strecke. Ja, ihr seid bereit, finde ich schön. Habt ihr mir auch einen neuen Spoiler gegeben? Einen neuen Flügel? Ach, brauchst du nicht. Doch. Ja, die sind für mich reserviert. Oh, ich habe einen neuen gekriegt, alles klar. Ja, guck mal, der Bottas auf Platz 3, der Hamilton auf dem 4. Nee. Ja, der Bottas ist in dem Spiel gar nicht übel. Verstappen hat sie auf dem 5. Na, guck. Ja, das ist so sein Standard, ne? Standart. Obwohl das ja sein Heimdings ist, ist ja Red Bull Ring hier. Naja. Ach, du hast schon jetzt auf die Lila gewechselt. Ja, sie schottert. Wo ich gerade drinne war, warum nicht? Damit kann man nochmal schneller fahren, nochmal eine ganze Ecke. Da sieht man auch schon, wie er schon unterwegs ist.
Ja, Einführungsrunde, ne? Also Outlap. Zählt ja leider noch keine Zeit. Oh, zu viel über die Curbs auch. So, dann wollen wir das auch mal machen. So, gib ihm. Ja, ich komme jetzt raus, ne? So, ich hoffe Jo, mach mal, doch. dass wir nicht irgendwo ins Gehege kommen. Nö, ich bin ja schon lange weg. Du kommst eher jetzt mit den anderen ins Gehege. Da kommt nämlich ein ganzer Schwung jetzt bei dir vorbei. Du kommst genau in so einen Pulk oder hinter so einen Pulk. Ja. Eieieiei. Boxausfahrt war jetzt nicht so toll, aber vielleicht gelb gekriegt. Nein. Es geht aber noch. Hey, so wird das nichts, Daniel, so nicht. Einführungsrunde, da geht's noch um nix. Ist zwar eine Verbesserung, aber nicht so, wie ich sie gerne hätte. Oh, ich hab den Bottas vor mir. Mann! Hab ich ein Glück, ey. Mal total. Oh, der fährt rein. Oh Mann, ey. Hast du aber Schwein gehabt. Hast du nur die anderen noch? Obwohl, nee, nur einer noch. Das war eine Kackrunde. Ich hab Hülkenbäcker von mir. Boxenstopp. Ich bin durch. Ich krieg's eh nicht mehr besser jetzt hin gerade, glaube ich. Hülkenbäcker hat gerade Platz gemacht, Gott sei Dank. So, den habe ich von innen überholt, ey. Oh, dieser Schnürsack. Komm schon. Jawohl. Ja, gute Zeit. Yeah. Ah, wo will er denn hin? Wow. Gut, nochmal abgefangen. Junge, Junge, aber der Karre nochmal so eben unter Kontrolle gekriegt. Alter, Verwalter. Boxenstopp. Ja, nach der Boxen, nach der Zielgerade, geht's dann nach Ja. rechts rüber. Und dann hat er sich quer Richtung Mauer und dann konnte ich so rüberlenken, Und sie. dass ich nicht gegen die Wand geknallt bin. Weder frontal noch seitwärts. Ah. Ja, da kriegt man dann schon Flügel. Ich will Schiss. Flügel. Hab mich von 1,12, 700, 800 auf 1,11, 200 verbessert. Das will ich denn mehr. Na, guck. Man kann ja auch Trost jetzt reinschippern und das Training damit dann auch sein lassen. Ich kam nicht an meine 1,9 ran. Scheiße, ey. Na, guck mal, hat das doch gerade gepasst, dass sie mich jetzt gerade schnell reingedingst haben. So, dann gucken wir mal eben schnell die Zeiten rein, werden sie ihn reinschieben. Werden so reinschieben, das klang jetzt wieder so sarkastisch, ey. So.
Ja, Bottas auf 3 mit Abstand. Hamilton auf 4. Ja, wenn das im Qualifying sieht das Ganze noch mal ein kleines bisschen anders aus, wenn es nass wird. Ja, wollen wir mal nicht hoffen, aber wir werden es ja sehen. Ja. Ja, komm jetzt. Ach man, das dauert jetzt wieder eine Ewigkeit hier, diese Warterei. Oh, jetzt aber so gerade dürfte es durch sein. Zeiten, jawohl, guck mal. 1,10, 1,11, 1,12, 1,13. Na guck. War gut abgesetzt, der Virus. Ja. So, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im Qualifying wieder. Haut's rein. Machen wir. Bis zum nächsten Renntag. Euer Virus. Tschüss.